Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Steinbäume hier bekommen und haben unsere kleine Holzfarm auf 4 Farmen ausgebaut und haben an die 4 Bäume mal gebetet, damit wir genügend Rohstoffe am Ende der Folge bekommen. In der Folge müssen wir ein bisschen weitermachen, damit wir noch ein bisschen mehr Rohstoffe bekommen, damit wir bald schon ins nächste Level aufsteigen können und hoffentlich ja, weitere Sachen erforschen und rausfinden können, damit wir einfach so schnell wie möglich vielleicht auch Lava und Wasser haben und uns ja ein bisschen automatisieren können. Ich meine, es ist ja Sky Factory, also müssten wir rein theoretisch auch irgendwann eine Art Produktionslinie haben dafür und nicht immer das per Hand machen müssen, weil das ist ja nervig, sozusagen. So, jetzt wollen wir das hier gleich mal überall abbauen. Mal gleich noch ein bisschen mehr Holz. Vor allem können wir hoffentlich jetzt dann ein bisschen einen Ofen machen, womit wir ein paar mehr Fackeln machen können. Einfach damit die Chance, dass auch nur so ein Mob spawnt, sehr, sehr gering bleibt. Wäre natürlich cool, wenn kein spawnt. Dann hätten wir einfach schon mal für die Zukunft so ein bisschen sozusagen gesichert. So, wir haben schon mal die gleiche Anzahl an Saplings wieder. Dann müssen wir hier hin. Und dann war das so irgendwie. Jawohl, 11. Ja, 11 Cobblestone, nice. Bedeutet, Ofen ist drinnen. Perfekt. Dann tun wir den jetzt erstmal hin platzieren. Und hauen hier schnell 2, 3, 2, 3. Das sollte fürs Erste reichen, hoffe ich mal. Machen wir unten ein bisschen mehr rein. Das sollte hoffentlich reichen. Und dann machen wir uns auch gleich mal eine Steinspitzhacke. Steinaxt, wollte ich sagen. Denn das ist ja für uns relativ wichtig, im Gegensatz zu einer Spitzhacke wie im normalen Minecraft, wo ich eigentlich immer auf Spitzhacken achte. In diesem Fall achte ich mehr auf gutes Equipment. Essen schaut auch noch soweit gut aus. So. Ein bisschen schauen, dass wir alles abharvesten. Was hier rauskommt. Mich würde mal kurz interessieren, wir schauen mal hier nach, wie wir Wasser bekommen. Wasseressenz. Functioning Flutstätte hier, okay. Irgendwie müssen wir doch sicher an Wasser kommen. Das ist ja so eine Core-Essenz schon fast, könnte man sagen. Also von daher muss hier irgendwo rein theoretisch sein. Ich würde dann hier meinen Weg anschließen. Weil ich finde, das ist, wenn wir hier nochmal dann hin haben, haben wir mal 3 Bäume, die sozusagen gebaut werden. Können auch noch 3 hintereinander weiter. Dann haben wir 3x3 Feld. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Ah, Charcoal. Lecker. Lecker, 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 lecker. So. So, und perfekt. Dann gibt es jetzt an jede Ecke erst noch eine schöne Fackel. Dann sind wir auf jeden Fall mal ausgeleuchtet. Und das sollte hoffentlich auch reichen fürs Erste. Von der Leuchtmenge her. Jetzt tun wir noch die restlichen Dinger weg und tun gleich mal noch eine neue Runde an Steinpflänzchen uns anbeten lassen. Bedeutet hier in die Mitte wieder stellen und einmal beten, damit die Energie in die Bäume fließt. Der erste ist schon gewachsen. Der zweite auch. Jetzt haben wir noch 2 Bäume, die wachsen müssen. Jetzt nur noch einer. Wachse! Wachse! Komm, ich brauche ein bisschen mehr Holz.
Alter, ich gebe dir die ganze Energie hier voll rein. Jetzt wachs. Die anderen sind auch so schnell gewachsen. Dass ich noch irgendwas an Glück nehme. Oh, ups. Ich habe Kugel gedrückt, aus Versehen. Ups. Dann geht doch. Wachsen kann man auch, ne? Ist nicht so schwer. So. Auf da. Alles rausholen. Die Bäume sind halt leider nicht so groß, dass sie voll effizient sind, aber hey. Besser als nichts, würde ich sagen. Schlimmer wäre ja, wenn gar nichts da wäre, ne? So. Perfekt, jetzt können die nochmal hier das fallen lassen. Jetzt geben wir hier nochmal ein paar Zeppelins drauf. Hier ist die schon eine Nachbarin. Ups. Okay. Das war aber nicht ich. Kann es sein, wenn die automatisch drauf fallen, dass die sozusagen sich nachwachsen lassen oder sowas in der Art? Wäre cool. Müssen wir mal ausprobieren. Ich wollte jetzt nochmal ein paar Cobblestones machen. Damit man immer ein bisschen was auf Lager hat, ist das gleich nicht schlecht. Ein bisschen Cobblestone ist auch nie schlecht zu haben. Kommt doch noch so viel Schönes nach. Oh, lecker. Wie viel danach kommt. Wahnsinn. Dann würde ich sagen, bauen wir hier so einen Gang dann lang. Müsst ihr auch noch Slabs haben? Ja, perfekt. Ganz vorsichtig natürlich, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Perfekt. Langsam wird es voran. Es ist zwar immer noch eine sehr, sehr kleine Insel. Aber sie wird brauchen, sie wird ihre Zeit nehmen und muss ich auch gedulden mit sowas, aber wir haben eh so viel Holz jetzt eigentlich schon, dass wir sagen, okay, 20 hier, 18 noch rein. Dich buttern wir jetzt hier rein, dann noch 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann haben wir jetzt nochmal 36 Slabs. Hier setze ich gleich nochmal Fackeln hin. Dann nehmen wir mal das Holz aus dem Boden raus. Denn wir wollen ja gerade ewig ein bisschen gehen. Genauso, dass wir zwischen den einzelnen Punkten hier rein theoretisch solche Durchgänge machen können. So. Das schaut dann auch ein bisschen schicker aus später. Später wird das eh wahrscheinlich alles ein bisschen umdesignt noch. Den habe ich auch noch bekommen. Geil. Und dann können wir jetzt nicht rein theoretisch hier auch jederzeit so durchgehen. Hier noch nicht, weil hier ist noch aus dem Weg. Aber wir haben rein theoretisch einen Durchgang. Die können wir nachher auch hier drei breit machen. Aber dann sieht man halt wenigstens sozusagen hier immer eine Unterteilung, dass man sagen kann, okay, da ist Ende von Gebiet 1, da ist Gebiet Ende 2. Und dann sollte das alles funktionieren. Was mich interessiert ist, ist trotzdem, was, wie geht es hier weiter? Wie haben sich die Ersteller dieses Mods das Collect rainwater in a cauldron or by jumping on a sapling in a crushing tube. On a sapling in a crushing tube. Collect it using a clay bucket or iron bucket. Okay, ich nehme ein Clay Icon. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal schnell hier nach. Clay. Clay? Müsste hier irgendwo sein. Hier. Perfect Resin, Dirt Resin oder aus Clay. Das sollte ich hinkriegen, rein theoretisch. Perfect Resin, so eins.
Gerne, machen wir doch gleich mal 4 davon, oder? Ah, ich kann nur 2 machen, oder? Dann halt nur 2. Aber ist ein Anfang. 2 Claybäume. Tauschen dich gegen Clay aus. Ihr schaut zum Verwechseln ähnlich aus. Okay, jetzt holen wir überall noch die alten Teile weg. Und dann schauen wir mal, was aus Clay rauskommt. Da bin ich ja mal gespannt. Und beten, 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 beten. Ganz viel beten. Wir stehen unter Feuer. Ich brauche einen anderen Finger dafür. Das ist eine Katastrophe. Wachst. Seid jetzt alle solche Mongos, die nicht wollen, oder was? Bäume jetzt wachst. Ah, der erste Claybaum ist gewachsen. Perfekt. Steine ist noch keiner gewachsen. Der zweite Claybaum ist gewachsen. Geil. Komm, wenn dann alle. Wenn dann jetzt bitte gescheit. Kommt. Alter, seid ihr beide so Wachsverweigerer, oder was? Hallo. Ah, der erste. Bist nur noch du im Fokus. Jetzt bist du nur noch im Fokus, komm. Falls man hört, meine Tastatur macht es auch nicht. Versuchst du so leise wie möglich, bloß bei der Geschwindigkeit ist das nicht immer unbedingt möglich. Ja. Jetzt wachse. Dankeschön. So. Dann schauen wir uns doch mal die Clay an. Noch genau normal. Schauen. Hoffen wir, dass wir dort auch gleich einen Sapling erhalten. Ich glaube, die ist jetzt broken. Ja, die ist broken. Dann kommt die neue Holzaxt ins Spiel. Steinaxt. Die ist natürlich ein bisschen flotter. Perfekt. Durchgang. Perfekt. Zack. Das interessiert mich jetzt. Ich habe jetzt hier Clay Saplings. Wachsen die dann? Keine Ahnung. Will aber auch herausfinden jetzt. Sind Clay anschauen, okay. Clay Resin, Purified Resin. Damit ich so ein bisschen den Überblick behalten kann, sortiere ich mir das Ganze jetzt. Und dann weiß ich am Ende nicht mehr, wo was hingehört. Weil das ist ja eindeutig Stone. Stein brauche ich auch, aber ich hätte halt doch gerne irgendwie als erstes noch ein bisschen. Da ist noch einer zum Beispiel. Den brauche ich zum Beispiel. 2 Zeppelins sind hier noch. Beide hier hin. So, okay. Dann muss ich doch da draus rein theoretisch Clay machen können, oder? Unified Clay. Aha. Okay, habe ich genug davon. Clay, ja, das reicht. Okay, da muss ich hier hin. Hier, hier. Bedeutet, ich habe schon mal ein Clay Bucket. Habe ich jetzt ein Cauldron? Cauldron. Kann ich hier so ein Holzding machen? Perfekt. Einen schönen Cauldron, der sollte auf jeden Fall reichen. Dass, wenn schlechtes Wetter ist, ich damit ein bisschen Wasser sammeln kann, hoffentlich. Dich muss ich jetzt eh erstmal brennen. Ah, da kommt noch mehr Clay Saplings. Schön. Gut, da ist schon ein neuer Claybaum gewachsen. Die haben es eilig schon.
noch nicht mal ganz zu Boden und schon fällt er nach. Das nennt man motiviert hier. Da kriege ich auch gleich noch ein paar Clay-Sachen raus. Clay-Saplings und so Zeugs. Fein. Habe ich jetzt wieder Clay? Ah, das reicht noch nicht ganz auf meine Runde mehr. Da habe ich wieder ein Clay-Sapling, perfekt. Das wird doch schon, das wird. Jetzt muss es nur mal regnen. Schauen wir uns mal das Buch an, weil das scheint ja doch ganz hilfreich zu sein. Stop slaving yourself. Save space and craft a crafting slab. Furnace slab and chest slab. What? Create a cobblestone generator and fill all the slots of a vanilla chest. Open the chest to complete the advancement. Okay. Crook muss ich. Crook? Okay. Probieren wir doch gleich mal. Wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, aber. Ich habe eh schon so viel, aber. Probieren, ob mir das davor einiges geholfen hätte. Wie war der? Okay. Da sind meine Stöcke. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine Stöcke hinten? Let's try. Oh. Genau dann wächst natürlich ein neuer Claybomb. So. Schauen wir schön. Bringt sich schon was, bringt sich schon was. Ging schlimmer. Aber hat sich eindeutig was gebracht. Dann bauen wir die jetzt noch ab. Und dann würde ich aber auch schon sagen, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie wir am besten fortfahren oder ob ihr Ideen habt, wie wir das Ganze hier ein bisschen automatisieren schon können oder ob es da schon eine Möglichkeit zu gibt. Und wie wir vor allem an Wasser kommen, weil wir brauchen Wasser. Wasser. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.